Dann Tagesordnungspunkt 2, Wahlvorschlag Fraktion der SPD, Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds sowie eines weiteren stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Jetzt kommt eine ganze Reihe von Wahlen. Mit Ablauf des 8. Dezember hat die Frau Kollegin Nancy Faeser auf ihr Mandat als Abgeordnete des Landtags verzichtet. Dadurch ist die Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds im Hauptausschuss erforderlich. Ferner hat der Kollege Wolfgang Decke mit Ablauf des 20. Juni auf sein Mandat als Abgeordneter ebenfalls verzichtet, was die Nachwahl eines weiteren stellvertretenden Mitglieds erforderlich macht. Nach § 6 Absatz 2 werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Die Fraktion der SPD schlägt mit der Drucksache 207358 vor, Frau Abgeordnete Esther Kalveram als ordentliches Mitglied sowie Herrn Abgeordneten Oliver Ulot als weiteres stellvertretendes Mitglied für die Wahl vorzusehen. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Das ist ja, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Linke, FDP, Kollege Kahm. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Dann sind die Kollegen so gewählt, diese Mehrheit. Kollegin Esther Kalveram und der Abgeordnete Oliver Ulot.